So, weiter geht's heute mit Spieltag Nummer 20 und unserer FIFA-Karriere. Hier, wir sind immer noch in Liga 3. Ja, und hoffen natürlich auf den nächsten Sieg. Letztes Spiel gab es ein 5-0 gegen Lübeck und mal gucken, wer der jetzige Gegner ist oder der nächste Gegner ist. Warum auch immer, ohne Hamza Mondi. Also, ja, gut, bei dem war ich eigentlich froh gewesen, dass der weg war. Na gut. So, wir haben eine Mitteilung, weil irgendwie die Jugendmannschaft da so ein bisschen was hat bei uns. Gucken wir mal rein, ob da irgendwas ist, vielversprechendes ist. Nicht wirklich. Maximal 73er hier. 74er hier. Ne, irgendwie nicht. So. Gucken wir mal, was in der Teamzentrale. Ich muss da von jemandem die Trikotnummer mal ändern. Da. Hat die, glaube ich, immer gehabt, schon die 38. Deswegen nehmen wir die, lassen wir die eben auch. So, sind wir auch schon 36 Jahre alt. Klar. Gut. Dann machen wir weiter. Nächstes Spiel gegen Zwickau. Ah, okay. Gegen den FSV. Ja, das ist auch so ein Team, was ganz, ganz unten drin steht. Das dürfte dann auch ein Auswärtsspiel sein. Gut. Ja, und das nächste Spiel steht dann an, jetzt gleich, genau, wunderbar, und dann geht's weiter. Schon, später, wie gesagt, Spieler Nummer 28, bleibt momentan bei 17 Punkten Vorsprung, also Sandhausen wohl nur unentschieden gespielt hat. Okay, ah, Spiel ist auskuriert, das ist doch schon mal eine gute Information, das sollte Felix Platte sein. Ne, es ist Wesley Kenny, okay. Ja, den ich ja zurückgeholt habe, genau. Okay. Ich lasse ihn noch momentan ein bisschen außen vor, weil ich will erstmal wissen, dass, ob der zurückkehrt. So. Ja, ich denke, an der Mannschaft brauchen wir nichts groß ändern. Das passt immer noch so weit. Und jetzt geht es weiter mit dem Auswärtsspiel in Zwickau. Jetzt warten wir noch kurz einen Moment, bis das hier sich zu Ende geladen hat. So, okay, los geht's. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn er wird die Karriere beenden und steht in der Startelf. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. So, dann geht's gleich hier los mit dem Schön, dass Sie Auswärtsspiel. dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu Ja, diesem Zwickau Spiel. zu Am Gast. Mikrofon sind auch heute wieder Wolf. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel da Platz die sind, aber der irgendwo da 17, 18. Könnte ein tolles Spiel werden. Ein spannendes Ligaspiel, also Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Er hat in den vergangenen Tagen immer wieder in den Schlagzeilen gestanden. Denn er hatte die 37 Jahre alt. Mittlerweile bestätigt, Buschi, er hört auf. Er ist am Ende dieser tollen Karriere angekommen. Ja, das ist natürlich schade. Toller Spieler, toller Mannschaftsspieler vor allem. Was hat der nicht alles erreicht? Der wird eine Lücke reißen, keine Frage. 1:1 ist ja nicht zu ersetzen, das geht nicht. Ein Riesenspieler. So. Die Mannschaften klatschen sich ab und dann geht's gleich los. Und dann schauen wir mal auf die Aufstellung gleich noch. Da ist die Startaufstellung der Gastgeber. Sie Jetzt. spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten nur die Dreierkette. Und vorne Na, wird wir das haben gelb Mittelfeld. vorbelastet. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Ich brauchte nichts Also ändern, die groß. Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Ja, ich denke, so passt das mit der. Wie gesagt, brauche ich jetzt, warum ich so groß nichts ändern. Na gut, gehen wir rein in die Beide erste Mannschaften sind Halbzeit. bereit, es geht los.
Ich habe jetzt, wie gesagt, echt wirklich nicht geguckt, wo die Fitter sind. Aber egal, das soll auch nicht unser Thema sein. Wir müssen unser Spiel durchziehen, wir müssen unser Spiel gewinnen und dann den Druck weiter auf der Pausen hochhalten und dann hoffen wir mal, dass wir bald den Aufstieg klar machen. Den ersten Sieg haben wir, den nächsten Sieg, oder den nächsten Schritt haben wir schon gemacht. Gerrit Wegkamp. Ball da außen. Top Bayern Ludewig. Und das wäre sonst keine so der Verteidiger sagt dann, nö, an mir geht der Ball nicht vorbei. Aschibiru. Eigentlich müssen sie jetzt nur noch die Nerven bewahren. Und dann ist die Meisterschaft eine klare Sache. Ja. Also bei dem Vorsprung kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass sie das noch aus der Hand geben. Schauen, ne? Was, also durchgesetzt. Jetzt kommt der yes! Sag ich das dann zu. Krüger. Warum er auch mit den gegnerischen Fans feiert und nicht mit seiner Kurve. Die ist nämlich hinten rechts. Wir sehen, wie er die Gegner aber gut gespielt. Und dann wählt er das kurze Eck, richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Uiuiui, der arme Keeper, der war aber auch ziemlich unglücklich. Der hätte auch durchaus ein bisschen enger am Pfosten stehen können, hätte den gehabt, aber na, wie soll es egal sein, wir führen 1-0. Große Freude über diesen Führungstreffer. Florian Krüger, sein 11. Saisontor. Die Schalker damit vorne. Tor Schalke 04. Die Nummer 14. Florian Krüger. Ja, sehr gut. Also ich bin zufrieden. Wie gesagt, mit der Führung nach 11 Minuten. Wieder super Stimmung. Ja, Wolf. Und ich hoffe, Sie hören das auch zu Hause an den Geräten. Die Fans gehen mit, sie fiebern mit. Sie so, der Ball kommt nach außen. Über Krüger, der hat ja eben schon das Tor gemacht. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ne. Hätte gefährlich werden. Und abgefangen und der Konter der Zwickauer, na, der kommt aber überhaupt nicht an, also Schalke mit dem Einwurf. Ich verdreck verpufft der Ball, oder der Angriff. Birosun. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Viel vorwärts dran jetzt. Aschimiro, der jetzt auch. Da schießt er. Rein damit, der war glaube ich sogar noch, abgefälscht. Der hat ja schön abgefälscht, glaube ich, irgendwo. Weil der hatte sehr, sehr komische Flugbahn gehabt, der Ball. Da war der Druck am Ende einfach zu ja, hier groß. Wollte eigentlich an dem Abwehrspieler vorbei, der aber noch dazwischen kommen und dann bis Glück. Ich glaube, da war, ja, der Fünfer, glaube ich, hat den abgefälscht. So, jetzt können wir uns das war jetzt mal eine Wiederholung, ganz genau gucken. Aus ja. Einer ich würde sagen, der hat eine ziemlich fiese Flugbahn gehabt für den Keeper. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich so, jetzt sein. Aschimiro, der Neuzugang von RB Salzburg. 2. Saisontor mittlerweile. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, kam ja im Tausch mit Fährmann. So, auf jeden Fall schon mal 2-0 nach gut 20 Minuten, etwas mehr als 20 Minuten. Das beruhigt ein bisschen. Das reicht Zeit, wir wollen und wir sind auf dem Weg dafür. Und ich gehe davon aus, dass wir das Ding ohne Problem machen. Dass wir den Aufstieg zumachen. Ach, was war das für ein Ball? Warum spielst du den nicht auf. Warum spielst du den Ball nicht einfach lang auf dem Flügel außen? So, jetzt wieder auf dem Konter drin. Jacke. Guter Vorstoß dahin. Ah, den krieg ich den nicht. Wenn er vorher kommt, steht überhaupt nicht richtig. Kein Grund zur Aufregung, er hat da nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Genau. Muss er abhaken, muss er dranbleiben. Ich denke, dass für die Zwickau heute nicht viel zu holen ist. Aber mal gucken, wie gesagt. Ich habe solche Spiele auch schon abgegeben. Wurde eigentlich klar souverän für 2-0 und dann kriegst du irgendwie das Tor, dann fängt er an zu flattern. Krüger, der hat natürlich sehr Vertrauen. Gut, aber gehalten vom Keeper da. Ja, Kohl hat sie nicht. Ah! Gamula! Fast das 3-0. Strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Ne, leider nicht. Der dreht sich ein bisschen weg vom Tor und damit ist er ungefährlich.
Das war die 37. Spielminute. Also es ist nicht mehr so lange bis zur Pause. So. Ah. Gerrit Bekamp. Schön gespielt. Viel Übersicht bei diesem schön gespielt, die zweite ausgeschwungen. Ah, dann ist abseits. Hier ist es dann abseits. Das sah ein bisschen anders aus. Ich dachte mir, das war gut gespielt, weil ich gefühlt was keiner abseits. Aber gut, nehme ich so mit. Sylvia Gambula. Gambula, was und spielst du da? Da steht einer neben dir, zwei Meter. Und du kriegst den von... Ja, das gibt Gelb. Ludewig hat sich da übelst ausziehen lassen hat. Kommt jetzt die Flanke. Ja, energischer Vorstoß. Ja, ja, Zwicker will. Die riechen hier noch was. Und so wird das nichts. Und da wird es jetzt auch tatsächlich noch Gelb geben gegen Ludewig, ja. Eckball. Und das irgendwo auch zurecht. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Nee, definitiv nicht. Eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Schön. Aber zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0. Nur aber 2:0. Sie müssen weiter konzentriert bleiben. So, weiter geht's auf jeden Fall mit der zweiten Halbzeit jetzt. Gleich sofort kurz mal auf die anderen Ergebnisse achten. Vor allen Dingen, was die so direkte Konkurrenz spielt. Lübeck gegen Ferls. Okay, das ist nur das eine Ergebnis unten. Ja, es ist jetzt nicht. Sandhausen spielt gerade nicht. Okay. Gut. Aber solange wir unsere Hausaufgaben machen, bin ich eigentlich immer souveräner Dinge. Geht's jetzt für Schalke in den zweiten Durchgang. Ja, 2:0 führen wir. Super dieses Zuspiel. Boah. Nichts drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr raus. Ja, fast das nächste Tor, aber der Ball geht auch drüber. Julius Reinhardt. Ballverlust. Schön gemacht, oder? Ach, schade. Da kommt die Russe nicht vorbei. Das könnte was werden jetzt. Ball fliegt hoch rein. Ist abseits. Abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Können auch keine Wechsel vom Gegner. Wir werden auch noch nicht wechseln. Pass auf außen. Ah, der Russe, der kommt jetzt da vorbei am Verteidiger. Gute Flanke. Und die Chance ist vorbei. Jetzt passt das. Im Nachschuss. Schön. Schön nachgesetzt vor allen Dingen und dann das Ding doch noch gemacht. Na, hier ist abgeblockt und dann doch rein. So, und wir wundern uns jetzt auch nochmal 16, glaube ich, wenn ihr es richtig im Kopf habt noch. 15, glaube ich, warum schon 16? 17, 17 hat er mittlerweile schon, okay. Sie können sich hier weiter absetzen Tor mit diesem 3:0. Die Nummer 19, Sylvain Gandula. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ich will mich ja in der zweiten Liga auf jeden Fall vom neu aufstellen von dem Sturm bis zur zweiten Liga holen. Sieht vielversprechend aus. Aber mal gucken, wer kommt. Ah, da kommt er nicht vorbei. Schade. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ah, das ist... Leon Jensen. Herr Zanon. Sylvia Gomes. Ja, Kobylanski, der muss ja auch nochmal treffen. Der will, wenn er doch Torschützenkönig werden will, macht er auch. 0:4. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der gute Pass in die Tiefe. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr aufgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen.
Schön hinten ins lange Eck gesetzt und das ist dann Tor Nummer 23 in dieser Saison. Und damit müsste er in Führung gehen. Jo. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Ja, ich dachte mir, Platte fällt aus. Da ist ich kaum noch Ersatz, aber wir haben da mit Gambula einen guten, wird hier guten Ersatz mittlerweile gut. Kubilanski. Die Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Busch. Ja. Ja, Wolf, das ist Schockstarre hier im Moment. Selten, dass es so leise ist. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. So, und jetzt wechselt der Gegner mal aus. Einen Wechsel geben. Oh, schön gespielt. Gefährlich aus. Aber ja, Kola überhaupt nicht an mir vorbei. Der ist auch Weltklasse gespielt da vorne. Platz für den Konter. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Super. Klasse. Und das ist Tor Nummer 24. Ja, cool, also mal geholt da hinten mit der Grätsche und dann direkt den Ball nach vorne und dann rein damit ins Glück. Drei Stationen. Für den Gegner nichts zu machen. Und da ist dann Tor Nummer 24 schon. Das 25 dabei. Ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Das Spiel hier läuft genau so ab, wie wir es alle im Vorfeld erwartet haben. Ja. Ja, große Überraschung wird es hier nicht mehr geben. Zu eindeutig die Führung, zu eindeutig die Überlegenheit. Rosen. Ja, der wieder da außen durchgeht. Und ich glaube, der geht sogar rein in der nächste Ball. Da war zwar der Keeper dran, aber der müsste reingehen. So, dann kann man nämlich ein bisschen durchwechseln jetzt mal. So, kurz die Jungs bringen. Jo, Gambula, 0-6. Nochmal das Tor, da kommt die Flanke und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch, perfekt. Ja, der Keeper war noch dran, aber konnte dann am Ende auch an dem Tor nichts verfehlen. Wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Ja, definitiv. Und für ihn ist das auch schon Tor Nummer 18. Also der ist auch damit vorne dabei und geht jetzt raus. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6-0. Erneut so ein hervorragender Pass. Schön gemacht. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Mama. Eine Ausweg. Jetzt ist er durch. Kubilanski. Er hat Tor und macht sein drittes. Wahnsinn, seine Form. Der trifft nach Belieb, tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Und dabei ist er nur ein Zehner. Das dritte Tor. Da ist es nochmal. Und wir sehen hier ganz deutlich, gegen ihn finden sie kein Mittel. Der macht, was er will. Sein 25. Saisontor. Das ist nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Definitiv alles im Griff. Leon Jensen. Guter Pass. Ja, das Spiel war nicht gut. Der Ball es gibt einen von uns. Ah, sie verlieren den Ball. Mit einem kleinen Fehler. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. So, jetzt ah. Er die Flanke in den Strafraum bringen. Ich dachte, ich kriege den noch damit mitgenommen, aber dann doch nicht. Das war gefährlich. Mit ein bisschen Glück kriege ich die auch noch durch. Elfmeter geben, aber es ist gut gegangen. Ja, vielleicht eine schnelle Konter jetzt.
Und jetzt gibt's. So, die Frage, was gibt er jetzt? Gibt er dann sogar. Ja, gibt's sogar noch gelb. Hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, wie ich finde, das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Ja, hier gegen Kobylanski. Oh ja. Ich lasse mir da noch einen meiner Spieler vom Platz tritt. Ecke in die Mitte. Die Ecke kommt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Und dann ist Feierabend. So. Ja, bin zufrieden. Nächster Sieg eingefahren. Und diesmal mit ein bisschen mehr Ballbesitz als der Gegner. So, mal gucken, wie es aussieht. Es sind momentan 20 Punkte. Wir haben jetzt noch 10 Spiele, glaube ich, ne? Müssten jetzt noch 10 sein. Es sind 38 in Liga 3. Ja, es sind 38, 19 Spiel, 19. Lautern, dann hinten Lübeck noch dabei, Fair noch dabei, uiuiuiui. Nächster Gegner ist St. Pauli, das ist ja dabei der Dritte. Und da haben wir mich wieder nur unentschieden gespielt. 0-0 nämlich. So, keine Sorge. So, weiter geht's auf jeden Fall. Unser Ziel ist gefährdet. Was für Ziele sind gefährdet? Okay, das wundert mich gerade nur, weil ich habe eigentlich genug Kohle gemacht. Na gut, damit sagen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Spiel gegen den FC St. Pauli.